not gonna get away with this, are we? Come on, pull. There. Together again. Sort of. Transistor. Well. Wie lange habe ich auf dich gewartet? We can't just stay here. Doch, Red, wir bleiben eine Weile hier, denn ich muss euch erzählen, worum es hierbei geht. Transistor ist das neue Spiel von Supergiant Games. Die Leute, die 2011 Bastion gemacht haben, das ist jetzt schon 3 Jahre her. Und ich habe sehnlichst auf einen neuen Titel gewartet von dieser Produktionsschmiede mit dem heftigen Fokus auf Geschichtenerzählung. Bastion an sich war ein okayes Spiel, welches so sehr aufgewertet wurde durch Logan Cunninghams markante Stimme, welche ich jetzt glaube ich auch im Schwert höre, welches Red, der Protagonist von Transistor, gehört. Ich weiß wie immer nur sehr wenig über das Spiel. Ich habe mich eine lange Zeit davon mich daran gehindert, irgendwas über dieses Spiel zu erfahren, und ich werde es jetzt vollständig auskosten. Also begleitet mich auf dieser Reise durch die Transistoren. What a night. You're still in one piece. That's all that matters. Naja, das ist er. Das ist Logan. Den erkennt man. Und dieses Schwert scheint schwer zu sein, denn es schleift die ganze Zeit über den Boden. They want you back, I bet. Drücken wir mal B. Okay. Ich habe gerade Energie verloren, bin mir nicht ganz sicher wie. Oder warum? What? A macht einen Angriff. Nice. Okay, let's go. Unmarked alley. East of the bay. B macht auch einen Angriff. I think I know where we are. Kurz, lang, okay. More of these creeps. Look, don't fret, just... Was ist jetzt los? Turn-based combat? Auf einmal? Okay. Plane den Crash. Gut. Ich plane den nächsten. Ach, die Breach. Und jetzt durch 2 durchhauen. Ich verstehe. Und jetzt führe ich den Plan aus. Okay, nett. Oh, aber. Ready. Ah, und jetzt darf man seinen Turn benutzen. Das ist anscheinend die Superfähigkeit. Turn-based Combat. Dann planen wir mal 2 Breaches. Now. Cool. We're clear. So, jetzt muss ich nur noch langsam erraten, was die ganzen User Interfaces waren, die ich gerade eben gesehen habe. Naja, später. Hey, up there. Oh, Logan Cunningham. Hello, world. Look at all that. Du bringst mich zum Schmelzen. We're on the edge of town. 100 blocks away. There's the empty set. Still too close to it. We better get as far from there as possible. Die ganzen Graphical User Interfaces Elemente sind eigentlich here we go. Sehr interessant mit dem Come Closer. Und hier, ach, unsichtbare Wände. Nein, 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 nein. Das geht ja gar nicht. Oh, ich darf eine Menge Züge verbrauchen. Overkill, ja.
Bitte. Whoa, hey. Get out of here. We're good. She awake? Hi. You okay? I see. Sure. She wants to come along. Bloop, 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 bloop. We can use her. Endlich mal ein Spiel, in dem ich nicht alles vorlesen muss. No. Intersection. Spark, okay. Clusterbombs. Warum nicht? Kann man immer gebrauchen. Hey, end of the plaza. It's you. It's me. Oh. Red war ein Model. 48 Tagen gepostet. I'm so sorry, Red. They took your voice. I couldn't stop them. Oder kein Model, sondern eine Sängerin. Well, we took something of theirs. Hey, let's just go. Come on, just go. Just. Ich habe ein bisschen zu lange gestarrt. Backstep for best results. Gutes Spiel. So gehört sich das. Execute. Ah, verdammt. Die teleportiert sich. I'm gonna backstep your shit. Let's go. Der Plan funktioniert nicht ganz so wie gedacht. Aber naja, wie sie uns zugesagt hat, kein Plan, überlebt den Feindkontakt. So, ich benutze einen Teil des Plans und dann geht das Ding auch schneller wieder voll. Für mehr Bewegung reicht's nicht. Gross. You're up. Yeah. Okay. Side street due east. Through there. I think I know a place we could get a ride. Ob Red am Ende des Spiels ihre Stimme wiederbekommt? Nein, dann müsste man ja einen Synchronsprecher bezahlen. Didn't used to be here. Ich verstehe. Puzzle time. Oh, okay. That who I think it is. Disposition elusive. Hey, Mr. Moyle, you in there? It's him, all right, but I can barely hear him. Ich verstehe die Welt noch nicht so ganz. Jaunt. Ich scheine auf jeden Fall irgendwie Programme auszuführen mit allem, was ich... Okay. Interesting. It is. Oh no. Zumindest würden dafür die... Cut off our escape. Klammern hinter den Moves stehen, die ich ausführe. Tough guy. Und dass ich gerade einen Prozess vermöbele, spricht auch dafür. Als würde man Tron spielen. Spark macht 60 Damage. Backstep macht 75. Jaunt macht... nix.
Breach macht 150. Cool, und das an beiden. Dann machen wir das nochmal so. Ah, der Breach ist fehlgeschlagen. Das mit der Planung ist insofern cool, dass es mich an Frozen Synapse erinnert, welches ähnliche Systeme verwendet, nur im Multiplayer. Und das ziemlich gut macht, weil daraus dann ein ein rundenbasiertes Echtzeit-Simulations-Fusionsspiel wird. Insofern das Sinn macht, in der kurzen Zeit, in der ich die Zeit hatte zu überlegen, was ich sagen möchte. What the fuck are you doing? So, mal den Overkill ausführen. Und ich hab ein Level. Hey. Jetzt ist die Frage, trage ich überhaupt was zu den Leveln bei oder sind die fest? Also, an meiner Story Progression festgemacht. Aber ich darf mir zumindest aussuchen, was ich machen möchte. Bounce. Chain Reactive, Deflecting, Active Slot Effect, Discharger. Es gibt Upgrade Slot Effects. Ein Bolt, der von Target zu Target jumpt. Das ist eigentlich ganz nett, um an Ecken zu schießen. Und Mask. Conceal the user's physical self, amplifying the next action taking. Einfach um die nächste Aktion zu verstärken. Ist beides eigentlich ziemlich cool. Das ist taktisch. Und das ist, um massiven Damage zu machen fürs Backstabben. Ich bin fürs Um-Ecken-Schießen. Bounce, bounce. We're still here. Und was ist das da für eine Karte am Boden? Look at that. Okay, you're in. Setup Utility. Ah, jetzt darf ich mir aussuchen, was ich benutzen möchte. Ah, Jaunt könnte relativ praktisch sein, um Angriffen auszuweichen. Da ich schon einen Schuss habe. Nein, ich will nicht upgraden. Nein! Crash and Bounce. Ich darf jetzt zwei zusammenfügen. Okay. Ach, ich upgrade meine Fähigkeiten mit diesen Slots. Verstehe. Breach wird mehrere angreifen. Spark wird mehrfach funktionieren. Mehr Cooldown, meh. Und mit dem Nachteil, dass die Distanz kürzer wird. Nee, danke. Nahkampfangriff, der auf mehrere Gegner sich überträgt. Okay. Nein, ich bleib beim Fernangriff. Das ist der Standard. Finde ich gut. Ah, man kann sie auch entfernen. Dann kann man ein bisschen rum experimentieren. Das ist doch okay. Und jetzt habe ich Bounce einfach nur so. Ach, jetzt verstehe ich. Man kann die einfach mehrfach verwenden. Also auf verschiedene Arten. Ich habe gerade ein bisschen Probleme, meine Sachen hier überhaupt zu konfigurieren. Den möchte ich jetzt einfach auf B setzen. Okay. Ja, jetzt habe ich das System verstanden. Und jetzt setze ich Bounce mit Breach ein. Prima. Haben wir das. Good. Just one more block. I want to show you something. Okay, there's a... Wait. Back. Oh je. Was ist jetzt los? Designation Dirk. Gut.
besten. Mein Schwert anscheinend neu programmiert hat. Zumindest vom Namen her. Okay. Dann komme ich an Anschlag. Natürlich nicht die ganze Zeit Runden verwenden, sondern auch mal so angreifen. Here he comes. Oh, 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 er ist aggro. Ja, ich sollte Jaunt nicht wegschmeißen. They're gone, but so is this whole block. Yeah, good call. That's our way out. Ein Bike. Gleich. About that bike. Ja. Kann ich auch ein anderes nehmen? Ich möchte das blau-violette oder das türkise. Nein, okay. Red zu red. Okay. E64 on ramp. 5 blocks down. Take the second right. Do not turn left. Thanks for the lift. Turn left. Okay. Hi. You turn left. Hm? Skip town. Mm-mm. We're going back there. Mm-hmm. You met these things. They do not have a sense of humor. They will track you down, wipe you out, and take whatever's left of me back to those two-bit camarada pieces of trash. Look, whatever you're thinking, do me a favor. Das denke ich. Don't let me go. Niemals. Du bist Logan Cunningham. Und ich brauche dich an meiner Seite für immer. Wenn ich mal unter der Erde lande, sollst du bitte an meinem Grab eine Rede halten. Ich habe Logan Cunningham mal auf YouTube gesehen. Er sieht nicht so aus, wie man es sich vorstellt. Just 10 more blocks to the set. Er sieht wirklich nicht so aus, wie man es sich vorstellt. Ich möchte nicht sagen, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Es kann sein, dass er genauso aussieht, wie ihr euch das vorstellt. Aber ich habe mir definitiv jemand anderen vorgestellt. Oh, das sind die Punkte alle. Das möchte ich nicht. Einmal Breach und dann in Sicherheit. Na, shit. Ist ja cool, wenn die nachher nicht mehr wissen, wo ich bin. Fucking hell. So ist gut. Thank you.
Da, es geht auch ohne Runde. Aber das Aufladen dauert lange. Ich habe ja irgendwann mal Lebensenergie wieder bekommen. Ich scheine immer ziemlich angeschlagen zu sein. Satisfaction guaranteed. 38. Ich weiß nicht, was die 38 bedeuten soll. Sind das Prozente? Fertile ground. Flourish. Okay. Ich weiß nicht, was das hier soll. Anscheinend kann ich das vielleicht abarbeiten oder so. Oder meine Lebensenergie ist wiederhergestellt. Flourish. Not a soul. Hardly recognize this place without the foot traffic. Hier war wohl mal mehr los. Terminal still up. Ready to eat. Must be starving. Sea monsters really the only choice here. Okay. Yes. Just have to get back to your place before it gets cold. Nah. They're hungry too. Das waren alle. Nee, einer ist noch da. Nein. Kein Backstep. Kein Backstep ist nicht akzeptabel. Der hält eine Menge aus. Aber hey, es ist ein Seafood Flatbread. Da muss man auch mal Risiken eingehen. Never seen gold walk cleared out. Jetzt die Frage, kann ich auch mit bestehenden Sachen function? Lillian Platt used to run the OVC. Said she left for personal reasons. Je mehr man eine Funktion benutzt, desto mehr erfährt man über die alte Nutzerin oder den alten Nutzer. You've reached the hopefully not permanent address of Mr. Nobody. Mal gucken, ob ich die irgendwie anders zusammentun kann. So, wenn ich den jetzt rausnehme, kann ich den dann hier ein... Nee. Doch, ich kann die mit den anderen zusammentun. Hä? Moment. Dann nehmen wir den mal raus. Setzen den bei X ein. Und tun Spark mal irgendwo anders dazu. Crash will fan out multiple projectiles. Das klingt gut. Oder spark projectiles along the user path. Auch nicht schlecht. Machen wir den einmal so. Den tun wir dazu. Jetzt haben wir nur noch drei Attacken. So scheint das nicht zu sein.
zu Jaunt dazu. Zack, so, mit Angriff. Cool. Wait, wanna check the channel back there? Welchen Channel? Sprich mit mir, Logan. Trouble. Fucking hop it up. So. Wollen wir mit Jaunt mal ein bisschen Chaos anrichten. Not yet. In der Runde ist das vielleicht nicht ganz so empfehlenswert, aber einfach zum Fliehen, wenn man außerhalb der Runde ist, ist das ziemlich cool. Weg. Das sind Heilungsstationen. Okay, ich verstehe schon. Die müssen weg. Das reicht jetzt hoffentlich. Immer noch nicht. Ah, fuck. Oh, der Breach Last. Muss ich jetzt mit weniger Funktionen auskommen. Oh. Lost? Switch. Gegner betören. Und das sogar mit anderen Funktionen verbinden. Aber ich darf die alten Sachen, mich zwischen den alten Sachen nicht mehr entscheiden. Die sind anscheinend weg. Oder Large Blast. Allegiance Switch. Repaired in one. Was bedeutet in one? In einem Area Change oder was? Oder wie? Naja, ich brauche dann erstmal das Ding. So ganz ohne Fernkampf wäre blöd. On to the next one. Get ready to get jumped. Or not. Let's not stick around. Mit diese falschen Versprechen. Der sollte sich jetzt eigentlich betören lassen und hier komme ich nicht weiter. Got some kind of cheerleader this time. He didn't even blink. Protected. Now to mop up. Cool. Oh, das.
hören, hält anscheinend relativ lange. So. Naja, so lange dann auch wieder nicht. Und warum heißt die Satellitenstation Cheerleader? Mit Satellitenstation meine ich natürlich das Radar. Cannot harm friend, das ist ein Nachteil. Das ist ein echter Nachteil. Bounced. Damit wäre das Level abgeschlossen. Und mein erster Eindruck von Transistor. Ich freue mich darauf, dieses Spiel weiterzuspielen. Vielen Dank fürs Zuschauen.